Herr Hanisch, Sie haben kürzlich mit dem Seminar für ländliche Entwicklung unserer Universität und der Heinrich-Böll-Stiftung die entwicklungspolitischen Diskussionstage wie jedes Jahr organisiert. Dieses Jahr allerdings als digitales Format, als rein digitales Format. Und die Nachfrage war deutlich höher. Was ziehen Sie daraus für einen Schluss für die nächsten Tagungen in Ihrem Feld, in Ihrem Fach? Danke, eine sehr interessante Frage, die uns auch natürlich beschäftigt hat. Wir hatten etwa die dreifache Teilnehmerinnenzahl mit 1700 angemeldeten und 1400 aktuellen Teilnehmern. Und wir haben uns natürlich selbst gefragt, wo das herkommt. Da gibt es mehrere Dinge zu nennen. Das erste ist natürlich, dass man nicht physisch präsent sein muss auf einer digitalen Tagung. Das heißt, man könnte sich ja auch verinvestiert haben, auf einer Tagung sein, die relativ langweilig ist. Und dann sitzt man im Hotel und ist 500 Kilometer weit weg. Das kann man heute per Mausklick entscheiden. Aber es gibt natürlich auch ein paar erfreulichere Argumente. Unsere Tagung hatte drei sehr interessante Themen. Das Wissen indigener Gemeinschaften, die Lieferkettengesetzproblematik im internationalen Handel. Und wir hatten nicht zuletzt auch das subsaharische Afrika mit seiner Welternährungsrolle drin. Und das sind natürlich drei Brenner, die momentan uns alle bewegen und die natürlich auch von Ministerien bis hin zur Wissenschaft von Belang sind. Insofern großes Interesse hätten wir auch gehabt, wenn wir nicht digital gewesen wären. In diesem Jahr, glaube ich, die Flexibilisierung hat es gebracht. Wir haben natürlich auch die Vorteile, dass wir junge Leute ansprechen können und Leute ansprechen können, die gar nicht in der Wissenschaft sind, und somit sind die Teilnehmerzahlen natürlich auch dem geschuldet, dass wir nicht nur Wissenschaftler und Praktiker haben, sondern auch ganz flexible Leute, die sich mal aus der Arbeitsstelle einschalten oder von ganz woanders. Sie haben die Themen angesprochen, die klingen ja sehr interessant. Was zum Beispiel aber ist denn die Erkenntnis aus der Frage, was indigenes Wissen für das Überleben in Krisen und für die globale Entwicklung beitragen kann? Auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema natürlich. Was können wir eigentlich von indigenen Gemeinschaften lernen? Und ich denke, eine Frage, die vielleicht nicht so zufriedenstellend ist, ist, dass wir es nicht wissen. Wir beschäftigen uns zu wenig mit indigenen Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften haben zum Teil viele Jahrhunderte überdauert, haben auch nicht zuletzt den Stress, den wir verursacht haben, erfolgreich gemeistert. Sonst würden wir sie nicht als indigene Gemeinschaften wahrnehmen heute. Auch viele Gesundheitskrisen wie die momentane sind natürlich durch indigene Gemeinschaften gegangen. Nicht zuletzt auch die Eroberer hatten ja auch furchtbare Krankheiten mitgebracht. Auch das haben die, die heute noch übrig sind, überwunden. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wir können heutzutage nicht sagen, dass wir genügend Wissen haben, um in eine nachhaltige planetare Zukunft zu gehen. Ich möchte das nicht heroisieren, aber ich glaube, dass es in indigenen Gemeinschaften, davon gibt es viele zigtausend auf der Welt, vielfach ausprobierte Spielregeln und Umgangsweisen mit Natur, aber auch miteinander gibt, von denen wir, wenn wir sie besser kennen und verstehen würden, uns einige Scheibchen abschneiden können. Also ich denke, indigenes Wissen für Weltentwicklung und Welternährung heutzutage, so hatten wir es angesprochen, immanent wichtig. Wir wissen zu wenig, wir müssen daran. Und was, bitteschön, verbirgt sich hinter dem deutschen Lieferkettengesetz und wofür brauchen wir das? Ja, das deutsche Lieferkettengesetz ist eine Initiative, die dem geschuldet ist, dass wir heutzutage natürlich eine Internationalisierung auf Märkten, auf Agrarmärkten, auf Textilmärkten, auf allen Märkten haben. Und dass die schöne Vorstellung von wettbewerblichen Markt, in dem sich Preise über Gleichgewichte einstellen und die Produzenten fair behandeln, weil sie sonst im Wettbewerb rausfliegen, nicht mehr ganz richtig sind. Heutzutage haben wir in allen Bereichen auf den Märkten mit Giganten zu kämpfen, und also große Konsortien, große Industriekomplexe beherrschen dort Märkte, und Märkte sind mehr und mehr integriert, Lieferanten sind mehr und mehr integriert in internationale Lieferketten. Und wir haben es in der Vergangenheit geschafft, Lohnsklaverei und Kinderarbeit bei uns im Westen erfolgreich abzuschaffen. Und durch die stärkere Internationalisierung und durch die Machtverhältnisse in internationalen Lieferketten
sieht es ganz so aus, als ob wir uns wettbewerbsgetrieben mit dem Argument des Wettbewerbs wieder in diese Richtung bewegen. Und dagegen müssen wir unbedingt was tun. Also das Lieferkettengesetz und das deutsche Lieferkettengesetz ist eine Initiative. Wir haben so diskutiert, dass es jetzt wichtig ist, dass sich alle an eine Seite setzen und miteinander ausbaldobern, wie man zu einem fairen Umgang miteinander kommen kann. Sicherlich wollen wir in Länder wie Afrika oder in vielen Ländern Lateinamerikas natürlich auch investieren und wollen, dass die Leute auch partizipieren an diesen Investitionen. Aber es muss fairer geschehen und auch das einzelne Hemd, was wir uns morgen aus dem Schrank nehmen, darf moralisch gesehen nicht zum Nesselhemd werden. Herr Hanisch, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und vielen Dank fürs Gespräch.